Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alien Isolation. Wir sind immer noch in der Nähe, wo wir in der 50. Episode sogar aufgehört haben, denn in der 51. haben wir nur ein paar Dinge abgeschaltet und die eine Tür geht nicht auf. Und ich muss gucken, wo wir jetzt lang müssen. Denn zurück, da kommen wir wieder in diesen Fahrstuhlschacht, wo wir auch nicht weiter zurückkommen. Das heißt, ich muss hier eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Die Androiden sind alle tot. Ich hoffe, das bleiben sie auch. Einer ist noch aufgestanden. Den haben wir aber auch ganz souverän kalt gemacht. Ich speichere nochmal, weil ich ja Ethanol eingesammelt habe zum Schluss der letzten Episode. Ich will mich hier aber nicht schon wieder so lange aufhalten. Verdammt, ich will weiterkommen. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Das kann doch nicht so schwer sein. Ich hab doch schon ganz andere Sachen gemeistert. Er sagt, ich muss geradeaus. Was ist das denn hier? Ist das ein GameCube? Nein. Wachsfigurenkabinett. So, jetzt müssen wir hier lang. Ausschalten. Hä, da war ich doch schon. Oder nicht? Hä? Ach so, ach. Na, keine Ahnung. Gehen wir mal durch. Ich bin leid. Was? Ah. Ich bin ein wenig angespannt. Dann gehen wir mal durch den Lüftungsschacht. Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Alter, Samuels, Alter, was geht denn mit dir ab? Ey, komm, lass uns heiraten. Ich bin doch die liebe Amanda Whipley. Alter, ist das ein Haudegen. Oder ist das vielleicht doch ein böser Rüpel, wenn der so kräftig ist? Dann sind doch meistens immer die Bösen. Ziel aktualisiert, finden Sie Samuels. Alter, hat der den Androiden auf die Fresse gegeben? Ich bin so stolz auf ihn. Ich nehme mal den Elektroschocker, um hier Licht zu machen. Flammenwerfer. Wo ist er? Da. Wo sind wir denn hier auf der Karte? Sind das vielleicht diese grünen Dinger? Nein, die Lüftungsschächte sind ja immer so. War da ein Ausgang? Nee, nicht, dass ich wüsste. Samuels, du bist ja ein Hafensänger. Was ist das? Was ist das? Schalter benutzen. Bindemittel. Oh Gott. Alter, die werden bestimmt noch aufstehen. Sich wieder bewegen. Revolvermunition.
Untersuch mal die alte hier. Ist das ein Kerl? Weiß ich nicht. Ethanol, Ethanol ist voll. Komponente Bö. Wo kann ich noch Ethanol reinschmeißen hier? Ja. Rohrbombe ist schon Ethanol drin. Molotow-Cocktail hatten wir auch Ethanol voll gemacht. Geräusch, Rauchgranate braucht doch auch Ethanol. Ja. So, dann gehen wir mal hier ran. Privat, Pläne für heute Abend. Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Oh, so ein Jammer. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an einem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Naja. So, letzte Chance. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden Ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können Sie später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Laune sind an der Sache dran. Was? Oh Leute. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Freigegeben. Termine im Ausstellungsraum. Termine für Vorführungen im Ausstellungsraum. Montag, keine Termine. Dienstag, keine Termine. Mittwoch, nix Termine. Donnerstag, nix. Freitag, Date Night. Ah. Samstag, nix Termine. Sonntag, nix Termine. Sixen Mitarbeiter. Rezeption, Suzanne Archer. Archer. Vorgesetzter, Leiter des Synthetenverbindungsbüros Spedding. Okay, das war's hier. Was, wo ist hier ein Schalter? Irgendwo ist ein Schalter. Im Ausstellungsraum oder was? Hier ist noch was. Nee. Da ist was. Sensor. So, wo sind wir denn hier? Ah, links ist ein Lüftungsschacht. Andi, von da sind wir gekommen. Dann müssen wir Richtung Tür. Oh Gott, wenn... Alter, wenn die aufstehen, ne? Oh Gott! Ist ja wie ein Silent Hill! Ist zu! Tür verschlossen. Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Ach, das hier ist der Ausstellungsraum. Dann ist doch hier irgendwo, muss doch hier irgendwo der Schalter sein. Ich lauf mal. Davon bewegt. Also ich glaube. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich hab doch irgendwas mit dem Schalter gesagt. Da, die Lampe vielleicht? Nee, dann würde es doch hier angezeigt werden. Was? Das war nur Terminal. So, jetzt habe ich wahrscheinlich... Ich schneide wahrscheinlich was raus. Ich musste tatsächlich gucken. Ich habe für diesen Moment Komplettlösung geguckt, denn... Diese Info hier soll missverständlich sein, denn der Schalter ist nicht am Schreibtisch, sondern in der Nähe. Der muss hier in irgendeiner Säule sein. Und weiter habe ich nicht gelesen, denn ich will ja nicht nach Komplettlösung spielen. Stand da jetzt rechts oder links? Keine Ahnung. An irgendeiner Säule muss der Schalter sein.
hier irgendwo. Was ist das? Eine Tastatur oder irgendwas? Also hier nicht. Also hier muss das ja irgendwo sein. Ah, da sind ja auch noch zwei Säulen. Unglaublich. Ich bin hier doch schon auch mal rumgegangen. Aber den da hinten bin ich noch nicht rumgegangen. Ist nix. Hier ist er! Ich halt's nicht aus! Abriegelung aufheben. So, die bewegen sich noch nicht. Ich lauf mal. Sie haben keinen Termin. Six, Sie benötigen einen Termin. Was? Tür ist zu gut. Was? Scheiße! Kann ich hier speicheln? Was ist das denn hier für ein Raum? Ich glaube, die kommen da bald durch. Auf Neuverkabelung zugreifen. Die machen mich nervös. Kann ich hier nirgends speichern? Ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, da geht's gar nicht. Ich guck mal hier nochmal ein bisschen. Molotov Cocktail V2. Pumpkin-Patronen einsammeln. Auch noch einer. Bindemittel ist voll, Ladungspack ist voll, Pumpkin-Patronen. Wo sind wir denn hier schon wieder? EMP-Mine kriege ich jetzt sogar fertige Taschenlampenbatterien. Oh oh, Lüftungsschacht. EMP, Alter, was geht denn hier ab? Medikit. Speichern, ich speichere jetzt. Ich speichere mal fix. Gespeichert jetzt oder was? Ich denke mal schon. Dann beende ich diese Episode. Wir haben eigentlich wieder nicht viel geschafft, verdammt ich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gesucht habe. Jedenfalls schneide ich das, wie lange ich den Schalter gedrückt habe. Jedenfalls schneide ich das raus. Mal gucken, wie lange die Episode dann geht. In der nächsten Episode hoffe ich, dass ich nicht so lange irgendwo hängen bleibe. Und dann frage ich mich, was mit den Androiden passiert, ob die durch die Tür kommen. Hier kann man verdammt viel einsammeln, also irgendwas Schlimmes wird uns hier erwarten, glaube ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Heidi ho, bis dann. Was ist das für ein Geräusch? Rohrbomben!